Wir sind immer noch im Krieg und wir sind noch lange nicht durch, so wie es scheint. Aber mir macht es immer noch sehr viel Spaß und ich finde auch, das ist genau der Punkt, worum es in Civ geht. Von daher, wir machen auch, glaube ich, genauso weiter, dass wir uns auch hier mühsam durchgehen und nicht den kompletten Erdbruch-Sieg hinlegen, wobei das natürlich auch immer wieder vorkommen kann. Ja. Sondern dieses Taktieren und hin und her, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Eure Schatzkammer fühlt sich beträchtlich. Es ist immer schön, ein so gutes Einkommen zu haben, oder? Ja, schon. Aber das muss definitiv mal ausgegeben werden, bei Gelegenheit. Es ist totes Kapital, was da rumliegt. Oder nicht genutztes Kapital. Da kriegen wir doch auf alle Fälle ein bisschen Besseres hin. Ein leichter Ausbruch bei uns. In Addis Abeba. Das passt schon. Eine Bevölkerung reduziert. Ihr habt so viele Touristen angezogen, dass eure Kultur dominant ist als die der Kui. Aha. Das ist neu. Aber Johann noch nicht. Die Kui sind auch schon auf dem absteigenden Ast. Interessant. Könnten noch ein bisschen nachholen. Die Amerikaner haben eine weitere Stadt bekommen. So. Immer schön hier auf Athen drauf. Halt's dich. Hier ist wieder ein Schritt vor, damit der Herr uns hier nicht angreift, der Kürassier. Du hältst noch mit aus. 62 Befestigungsstärke noch. Es wird immer weniger, was der Gegner sagt. Möchte ich angreifen? Eigentlich nicht. Ich glaube, das ist zu viel. Wir warten hier. Könnt ihr das nicht alles mit einmal machen? Ihr seid verbunden. Das geht auch seit Anfang an nicht. Das ist schade. So. Mit dir wollten wir hier auch vorgehen, Richtung Bologna. Ich hoffe, dass es in dieser Folge fällt. Ich kann aber auch täuschen. Gehst wieder rüber. Kriegst da unsere Stadt. Du wartest. Ja, nur noch ein Ziel. Du hast eigentlich noch genug Leben, oder? 50 ist ein bisschen sehr knapp. Sieh mir nur her, soll erstmal. Wir haben hier noch die Beförderung. Dann können wir uns nächste Runde hier auch heilen. Das passt schon. So. Du hast hier den Bauernhof angeschlossen. Hier hinten noch ein Sägewerk. Hätte ich gerne. Hätte gerne. Was macht denn Magnus? Magnus hat noch. Magnus ist bald da. Aber wobei, der Handwerker ist auch bald da. Dass man hier vielleicht nochmal roden kann. Auf dem Stückchen. Ansonsten, hier ist jetzt leider eine Altertumsstätte, da kriegt kein Sägewerk hin. Hier oben könnte man noch einen Bauernhof bauen. Aber erstmal vielleicht hier. 6 und 2. Nett. So, Himiko. Himiko sollte in Kandi weitere Gesandte besorgen, sodass Kandi dann auch gleich zu uns gehört. Kann ich jetzt mit dir plündern? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Aber dann ziehen wir halt weiter und plündern hier. Habe ich auch kein Problem mit. Und ich mache hier schön weiter hier. Ich hoffe zumindest, dass das macht, das was ich denke, dass ihnen das keine Produktionspunkte bringt. Und wir kriegen auf alle Fälle Erfahrungspunkte, das reicht auch. Die nächste Bombarde. Sehr gut. Auf geht's. So viel, was hier abgeht. Aber nichts, was jetzt großartig dramatisch wäre. Hier müssen wir dann nochmal zurückziehen und dann gleich heilen. Wird Athen noch maximal 10 Runden geben, dann sollte es uns gehören. Industriezeitalter endet in 10 Runden. Dann wird das vielleicht eine kürzere Folge. Ist aber vermutlich auch gar nicht so schlecht. Magnus ist endlich da. Nächste Runde können wir ihn direkt verwenden. Du hältst noch ein Stück mehr aus, glaube ich. Vielleicht. Ja, zurückziehen. Ja, komm, sicher ist sicher. Nehmen wir dich hier hin, damit die drei gleich gut heilen. Unsere Bombarde haut nochmal drauf. 27 in der Verteidigung runter. Ich glaube, noch zweimal draufschießen und die Sache hat sich. Oder. Warte mal, du kannst ruhig noch einen. Weiterlaufen. Nee, ich krieg die so nicht.
Ach, wir probieren es einfach. Vielleicht, wenn wir... Du sollst nicht über die Landwege ziehen, du Idiot. Entschuldigt, aber das ist jedes Mal führt das zu Problemen mit der Wegfindung. Jedes Mal. Es könnte so schön einfach sein. Aber nein. Na gut. So, dann du hier rüber. Es muss ja irgendwie. So. Ich hätte hier wirklich gerne einen Button. Bitte macht diese Runde gar nichts. Alle, die da in diesem Verbund drin sind. Oh Mann. So, du kriegst erstmal gar nichts, bis mal gelernt. Du könntest dich befördern. Dann kriegen wir plus 1 Reichweite. Wisst ihr was? Dann ziehen wir dich hier eins hinter. Magellan genauso. Und dann befördern wir von hier hinten aus. Und dann können wir auch von hier hinten aus gut drauf schießen, sobald die anderen hier die Sichtbarkeit uns bieten. Sehr gut, kriegen noch einen Punkt. Kriegen auf alle Fälle das goldene Zeitalter. Leider kein Heldenzeitalter mehr, aber das ist eine Sache, mit der ich definitiv leben muss. So. Magnus würde ja auch noch eine Weile brauchen, er hier ist. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn er noch eine Weile braucht. Wir brauchen auch eine Weile bis dahin. Wir ziehen weiter die Einheiten ran. Und mehr Erfahrungspunkte aus dem Krieg heraus. Schnappen uns mehr Gold. Und mehr Glauben. Das ist gar nicht so wenig. Sehr gut. Und letzte Runde. Bin schon gespannt, wie das Zeitalter dann hier endet. Vielleicht schneide ich es euch auch in die letzte Folge, weil die relativ lang war, oder ich zerschnipper die euch irgendwie. Mal schauen. Der Apostel ist da. Das ist ein Linieninfanterist. Das ist keine religiöse Einheit. Weiß noch nicht, wo du den Wünschen hinschicken. Ich würde wirklich sagen, nicht in Vietnam. Und da aus schauen wir mal. So, er entdeckt hier immer mehr. Sehr gut. Irgendwie bald die ganze Karte. Freue mich schon drauf. Weil es, glaube ich, hier kaum noch eine Rolle spielt. In Russland wäre es noch interessant, dann vor allen Dingen in Amerika der Rest. Oh, vielleicht noch ein bisschen in Australien. Der Rest ist, glaube ich, egal. Was soll's. Da wird nichts mehr so gutes Kram liegen, dass wir jetzt sagen, jo, das braucht mir unbedingt. Das sagt super selten, jo. Das war auch so gar nicht geplant. Aber okay. Wir kriegen noch eine Beförderung. Produktionsabitieren, Partisanen holen und keine Zeit zur Präsenz entwickeln. Alles drei ist ziemlich gut. Was gefällt mir davon aber am besten? Ich glaube, die Partisanen, damit kann ich am meisten Ärger bei den Gegnern machen. Wird schon passen. So, und hier haben wir es da sehr gut. Feuer einfach. Nicht bei uns. Und damit sollten wir so zufrieden sein. Sehr gut. Wir haben die Galapagos-Inseln entdeckt. Ach. Wir haben ja auch noch vieles aufgedeckt. Ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Dann, abgesehen von den Kontinenten hier, einmal ein Großteil der Welt. Anna Brunner hat Kandi den Krieg erklärt und umgekehrt. Und dann brauchen wir hier, glaube ich, auch gar nichts mehr großartig machen. Dann ist jetzt schon alles aufgedeckt durch Kandi. Die waren sehr fleißig, so wie es ausschaut. Aber ich kann den ja hier hochschicken, dann kann ich ihn wieder in die Heimat schicken. Stille Funklerbombarde. Die Namen verzetteln und vergibt den Mann, das wäre irgendwie neu, aber cool. Kriegen wir den jetzt mit einem Schuss direkt platt? Ich glaube nicht. Nope. Aber in der nächsten Runde, und dann würde ich mit dir noch einen Moment warten. Oder wartet mal. Wir können gleich wieder drauf feuern. So brutal stark. Dann ziehen wir ein bisschen her. Feuern hier auch nochmal drauf. Selbst wenn wir dann hier einen Schuss abbekommen. Was soll's? Dann fliegt der Athen irgendwann raus und wir gönnen uns dann hier Bologna. Und wie gut, dass ich gleich noch Athen rausnehmen möchte. Bologna, glaube ich, über diesen Weg zu kriegen, das hätte lang gedauert. Sehr lang. Das muss nicht sein. Oh. Ja. Zieht hier hinten mit lang. Du kannst abwarten.
Dann können wir von hier hinten auch auf Knossos schießen, dann geht es auch ein Stück schneller. Ach ja, alles wieder auf fertig drücken. Na gut. Du möchtest hier scheinbar irgendwas machen. Ich weiß nur nicht was. Du heilst dich. Die Fregatte ist durch. Sehr gut. Vielleicht draufschießen. Du hast noch 10 Punkte zu heilen. Nee, wir öffnen jetzt hier einen Großangriff. Attacke. Vielleicht kriegen wir da auch schon ein Stück gleich weg. Nicht ganz gereicht. Na gut. Dann wartet ihr hier auch noch einen Moment, aber die nächste Runde sollte das Lager zumindest fallen. Oh, ich habe den nicht weit genug gezogen. Vielleicht hätte es dann gereicht, aber das glaube ich eigentlich auch nicht. Wäre nur interessant gewesen. So. Magnus rodet hier mit uns. Sehr gut. Auch hier schon gleich den Seehafen. Läuft richtig gut bei uns. Wohnraum brauchen wir im Moment noch nicht. Die Werkstatt können wir auf alle Fälle gebrauchen. Wenn nur 7 Runden dauert, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut für uns. Dann schicken wir Magnus aber auch gleich weiter Richtung Mosambik. Mosambik war, glaube ich, eine letzte Stätte, die wir bekommen haben. Schon fast traurig. So. So nah und trotzdem so spät gegründet. Sträflich vernachlässigt. Das Wunder kann ich nicht direkt wegfummeln. Aber was baust du denn da? Eremitage, okay. Wir sollten uns hier weiter nicht sehen können. Gouverneurbug. Wir haben Gesandte bekommen. Kann ich gleich mal in Bandar Brunei hier für Ärger sorgen? Nicht ganz. Aber ich setze sie da trotzdem rein. Oder ich heb mir die auf und setze sie dann vielleicht rein, dass wir hier die aus dem Krieg rausnehmen können. Das finde ich sehr, sehr angenehm. So. Kornspeicher abgeschlossen. Wir brauchen, ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein paar Sachen mit Gold. Allen voran das Monument. Kanalisation wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber die ist relativ teuer. Was kostet mich denn das Riesenrad? Das ist auch ziemlich teuer. Dann würde ich vielleicht eher auf Einheiten umschwenken, wenn es jetzt alles so teuer wird. Andererseits, was bringt denn das Riesenrad uns genau? Plus 3 Kultur, plus 2 Unterhaltung. Plus bei Annehmlichkeiten durch Unterhaltung, das klingt alles nicht verkehrt. Ach komm, wir nehmen was mit. Wir nehmen vielleicht sogar die Kanalisation mit. Weil wir es können. Damit haben wir auch das Wahlrecht erforscht. Sehr gut. Jetzt ist hier noch das Aquarium hinterher. Nicht nur, dass wir plus 1 Wissenschaft für jede Küstenressource bekommen, wobei hier kaum was in der Nähe ist. Das ist gar nichts. Das ist nicht schön. Aber wir können auch dann die Annehmlichkeitseffekte auf 9 Felder weiter transferieren. Bonusannehmlichkeit erstreckt sich auf jedes Stadtzentrum innerhalb von 9 Geländefeldern. Zwar erst in 115 Runden, aber das nehmen wir mit. So. Ihr wisst doch, wie das läuft. Ihr habt entweder ein gutes Angebot oder ihr kriegt nur ein Zebra. Also macht bessere Angebote. Das ist echt grauenhaft, was ihr da teilweise habt. Athen schon diese Runde. Ich würde es mir sehr wünschen. Weiß aber nicht, ob man das so gut durchziehen kann. Noch 8 Runden. Nochmal drauf. Und nochmal. Und dann reicht es vielleicht doch nicht. Das ist nicht so schön. Reicht es mit dem Schiff? Jetzt du feuern auf die Stadt. So reicht es noch nicht. Schaffe ich es, den hier vielleicht rüber zu bekommen? Du hast Fortbewegungskosten wie viel? 1. Wir sind bei 3. Das hier ist keine Straße. Das heißt, hier die Fortbewegungskosten sind eigentlich 2. Dann können wir nicht mehr schießen. Das heißt, wir kriegen es nicht hin. Oder ich schaffe es mit dem hier noch ranzukommen, aber dann können wir vermutlich auch nicht mehr schießen. Oder ich kann den hier rüberziehen.
Wenn das aber nicht funktioniert, oder? Wir ziehen ihn hier rüber. Wie ist denn Dame nochmal drauf? Bei dem haben wir weniger Sorgen. Und dann muss das doch reichen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es nicht reicht. Ja. Er hämmert den Bewohnern von Fasal aus die Augen geöffnet, sodass sie sich den treuen Anhängern des Wochenendfreude anschließen, wo sie momentan im Krieg mit den Zulu sind. Sehr gut, wir verbreiten hier immer weiter unsere Religion, weil wir hier mehr Sachen erobern. Die Vatikanstadt natürlich folgt auch unserer Religion als Zentrum vom Glauben in unserer Welt. Oder eines der Zentren so rum. Ihr seht, ich habe zwischendurch nochmal geladen. Ich hatte wirklich hier beim letzten Mal auf. Was wollen wir denn hier noch? Wir können das hier noch anforschen. Wohnviertel mit atemberaubenden Sachen. Das kriegen wir schnell hin. Einen Gesandten bekommen, ich weiß noch nicht ganz wofür. Treffen des Weltkongresses steht an. Genug Glauben für einen Poste. Staffel nicht mehr. Ich glaube, denen geht es darum, dass wir hier ganz viel erobern. Aber dann müssen sie durch. Mal ehrlich. Ich glaube, ab jetzt, wir werden uns so dermaßen unbeliebt machen. Ab jetzt Kriege an Kriege und jeder wird uns hassen. So. Der Pekinier. Dann gleich mal mit hier hoch. Schieben wir den noch einfach weiter. Gehen wieder hier rüber. Und dann sind wir immer noch... Warum seid ihr nicht mehr verbunden? Und dann sind wir immer noch nicht im Belagerungszustand. Komisch. Aber die haben natürlich auch keine Zone. Das kann ich verstehen. Dann ist das Feld hier immer noch offen. Dann wartet ihr auch erstmal einen Moment. Und wir holen hier die nächsten her. Dass wir es denn irgendwann schaffen. Ihr braucht den noch zum Heilen. Oh. Hier ist auch zurück. Setz dich. Wir schießen hier noch einmal drauf. Weil vielleicht eher mit dem hier. Reicht das? Jetzt hörst du es unter Null, aber die Befestigungsstärke ist noch höher. Es reicht tatsächlich nicht. Nun aber, jetzt ist er unten. Dann würde mich sehr interessieren, ob ich von hier aus die Stadt treffe. Denn, weil ich sie nicht sehen kann. Aber, dann ziehen wir hier näher ran. Versuchen die vielleicht gleich einen Belagerungszustand zu bekommen. Wobei, das wird auch eher schwierig, glaube ich. Wir treffen sie tatsächlich nicht. Es gibt nicht mehr hier Erfahrungspunkte. Wir müssen von hier drüben mit einem Schiff angreifen. Dass es hier Hügel ist, das hatte ich gar nicht richtig gesehen. Hätte ich auch nicht gedacht in der Po-Ebene. Das heißt Ebene. Dass es ein Hügel sein könnte, war mir nicht da. So, mit euch. Schön weiter hier in Richtung der Gegner. Andi gehört mittlerweile zu uns. Singapur auch. Wenn ich es schaffen würde, in Bandar Brunei, ohne dass die mir hier wieder nach Hause geschickt wird, einen Gesandten reinzukriegen, kriegen wir genug, um hier den Frieden zu kriegen. Und wir kriegen mehr Gold. Also, so weit gehen, dass wir dann nächste Runde bis rankommen. Aber nicht so weit, dass er uns hier rausnimmt. Nehme ich mal hierher. Das sind keine Einheiten. Das finde ich gut. Dann sollten wir es nächste Runde hinbekommen. Du holst mehr Gold, nur damit du Erfahrungspunkte bekommst. Hier holen wir uns noch den Bauernhof. Erfahrungspunkte. Hier ziehen wir schön dran vorbei. Hier, das kann ich leider nicht plündern. Sonst schießen mich die Stadt und das Lager ab. Oh, wen haben wir denn da? Ein barbarischer Speer. Alles, was denen schadet, nutzt mir. Das passt. Ah, dann haben wir in dieser Folge schon mal auf alle Fälle links rausgenommen. Er denunziert uns. Athen. Ich schwöre, mein Volk... Ich schwöre, mein Volk vor Abschaum wie euch zu beschützen. Jetzt war ich aber, stich voll daneben. Es ist schon sehr spät mittlerweile. Eure Lügen verpesten Luchten, ihr lebt nur, um andere zu bestehlen. Nee. Sondern um Platz zu machen für mich. So, wo sind wir denn hier? In Mosambik. Ein Netzposten. Mosambik. So. Eure Worte sind Eibrucht.
Eure Schwüre sind ein Feld in Zeiten des Hungers. Großer Anu, vergib mir, dass ich mit diesem Menschen gesprochen habe. Ja, jetzt geht's schon los. Ihr seht, wir machen uns ab jetzt richtig Freunde. Und das nicht zu knapp. Hört zu, ihr Schlange. Eines Tages werden unsere Völker miteinander abrechnen und ihr werdet Gerechtigkeit zu spüren bekommen. Oder du stehst auf meiner Liste auf dem Landweg als letztes drauf. Hier kommen wir auch noch. Welche Städte sind unabhängig? Und Hilfsanforderungen für Montezuma? Ja, okay. Ihr packt das schon. Dann ist es kein Notfall gegen uns, das reicht mir. Nicht schon wieder ein Notfall oder ein Notfallversuch gegen uns. Andererseits, ganz ehrlich, wird er angenommen werden? Ich glaube nicht. Wir sind mittlerweile bei fast 1400 Stärke. Die Bürger von Nurundi sind die Ersten, die erkannt haben, dass nur eines besser ist als das Leben in Nurundi. Das Leben in einem etwas sauberen Ort außerhalb davon. Ja. Da kommt auch nur ansatzweise hier dran. 700 ist schon der nächstgrößere Montezuma. Der wird mit Sicherheit nicht mit mir Krieg führen, sondern mit irgendjemand anderem mit mir Krieg führen und so weiter. Du magst es doch nicht, wenn andere hier was haben. Wie wäre es denn dann, wenn wir ein wenig handeln? Ist mir aber richtig viel. Das ist nicht verkehrt. Baumwolle nehmen auch die ist im Moment nutzlos. Aber gleich kommt der Weltkongress und wird es hoffentlich revidieren. Schon sehr, sehr hart. Nehme ich. Sollte sie ihm das taugen? Danke. Ich denke, das gereicht uns beiden zum Vorteil. Ja, vielleicht auch er mir. Na gut. Dass er uns auf alle Fälle nicht den Krieg erklärt, der Rest, was soll's, wir kommen schon klar. Und der führt, warte mal, du hast auch noch Krieg mit den Gallien, oder? Ja, perfekt. Oder die Armee vielleicht dafür auf, um mit mir am Westen, im Westen anzulanden. So. Jetzt haben wir ihn im Belagerungszustand. Sehr gut. Aufschließen. Genauso. Hier. 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 Dann sollte nächste Runde auch direkt Knossos aus uns gehören. Ihr habt einen Casus Belli gegen Poundmaker. Das ist mir, glaube ich, egal. Ab jetzt wird mich so oder so jeder hassen. Ich werde immer wieder Kriegsgründe finden. Denn 7 Runden würde die Stadt vielleicht auch flippen. Vielleicht geht sie ja tatsächlich an die Portugiesen. Glaube ich aber nicht. So. Wollen wir hier noch ein bisschen heilen? Ich würde den fast hier stehen lassen zum Heilen. Genauso wie die hier und die hier. Und dann schieben wir einfach den Konvoi hier in die Mitte. Der sollte alle gut boosten. Den schieben wir gleich mal zur nächsten Stadt. Die Frage ist nur noch, welche gehen wir denn als nächstes an? Phasalos würde ich ehrlich gesagt eher platt machen wollen. Easy Oix könnte man gebrauchen. Allerdings hier ist kein Hügel. Oh, dann können wir nicht drauf schießen. Hier wäre ein Hügel. Da sind aber keine Straßen, sodass wir diesen Bug weiter nutzen können. Wobei Bug ausnutzen ist vielleicht auch nicht so clever. Das finde ich nicht so schön. Eigentlich lieber am ehesten Bologna befreien. Aber ich denke, es ist gar nicht so schlecht, wenn wir hier erstmal Phasalos rausnehmen, dass wir jetzt von rechts nach links alles durchgehen. Dann müsstest du hier hoch. So. Die nächsten. Hier hätten wir vielleicht gleich. Na gut, wir hätten es vielleicht nicht direkt einnehmen können. Aber dann haben wir schon mal noch drauf geschossen. Hier schießen wir jetzt auch drauf. Aber auf Bologna. Hier leider nur aufs Lager. Wird mir gar nicht so sehr. Dann ziehe ich dich hier runter, um dann gleich mal zu heilen. Dem hier. Kannst du, hast du 3er Reichweite. Kommst du damit über den Wald rüber? Ja, perfekt. Sehr gut. Ja, dann läuft das doch schon viel angenehmer. Wenn wir von hier oben mit noch einer weiteren Einheit kommen würden, wenn wir Knossos erobert haben, können wir ihn belagern. Eine Einheit hier von unten, eine Einheit hier von unten, hier eine von oben. Und dann kann er sich nicht mehr gegenheilen. Das ist ein schöner Plan, finde ich. So. Dann, wohin mit dir? Eigentlich am liebsten hier wieder den ganzen Westen mit Handelsposten versorgen.
mit dir. Auf geht's in Richtung Vietnam, um die weiter zu ärgern. Ja, du hast noch 2 Ladungen. Könnten auch endlich eigentlich mal, das hatte ich vollkommen vergessen, hier jetzt, wo hier ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, nach Sparta gehen und hier mehr anschließen. Auf dem Weg würden zum Beispiel Fischressourcen liegen, ich kann noch ganz viel reparieren. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Nehmen wir 2, 3, das geht sogar gut auf. Apropos, nee, wir können die Wälder noch nicht wechseln, na gut. So, auf nach Bandar Brunei. Nein! Es hat nicht gereicht. Warum sind jetzt die ganzen Fortbewegungspunkte weg gewesen? Ach, ich hoffe, das geht trotzdem noch. Das stand nirgendwo. Das sollte so auch nicht sein, meiner Ansicht nach. Na gut, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Nächste Runde können wir hier plündern. Wir haben das Wohnviertel abgeschlossen. Es geht vorwärts. Kanda könnten wir in 7 Runden bauen. Wir könnten auch hier schon mal Lebensmittelmarkt kommen, glaube ich, unbedingt. Wobei das andere macht, glaube ich, nur Tourismus. Schauen wir uns das mal an. Wohnviertel. Das Einkaufszentrum bringt nur Tourismus. Bringt aber auch ein bisschen Gold. Gold wäre mir lieber, als hier noch ein bisschen Nahrung zu kriegen. Nahrung kann man, glaube ich, genug. Wobei, wir haben auch... Ja, kombinieren wir den Lebensmittelmarkt. Oh ne, erstmal den hydroelektrischen Staudamm. Dann können wir die Fabrik bauen. Oder wir bauen erst die Fabrik. Ich glaube, erst die Fabrik zu bauen wäre gar nicht so doof. Und dann den hydroelektrischen Staudamm. Wir brauchen auch nicht unbedingt einen Wohnraum aus der Ikanda. Die Produktion hingegen wäre nicht schlecht. Machen wir alles nach und nach. Nicht alles auf einmal. Funktioniert so oder so nicht, aber ihr kennt das ja. Ich hätte gern alles auf einmal, gleich von Anfang an perfekt. Aber das ist sehr unrealistisch. Seid ihr eine solche Plage für die Welt? Eure Worte sind falsch, eure Taten beleidigend und eure Forderungen maßlos. Die Forderungen mögen maßlos sein und deswegen fahre ich auch irgendwann bei dir vorbei. Oh. Die Rundenberechnungszeiten sind auch immer länger. Attacke. Ist zurück zum Heil. Viele Expansionsgründe, was soll's. Unwetter in Indonesien, das juckt mich. Oder in Ozeanien, das juckt mich hier nicht. Wir schießen von hier aus drauf. Und den dann vielleicht gleich erobern mit dieser Einheit. Der Himmel hat den Bewohnern von Cenabum die Augen geöffnet, sodass sich die treuen Anhänger des Wochenendfreude anschließen, obwohl sie momentan Krug mit den Zulu sind. Sehr gut. Wobei, ganz ehrlich, diese ganzen Punkte sind die Punkte, die uns dann vermutlich im nächsten Zeitalter fehlen werden. Ich weiß gar nicht, wie gut das wirklich ist. Wir plündern ja, könnte ich, für Gold. Und da das eh in Stadtstadt dann wird, sage ich mal, was soll's. Nehmen das Gold mit. So. Hier bauen wir noch ein bisschen auf. Mit Erfahrungspunkten. Die Stadt behalten wir. Wir haben jetzt Knossos. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine neue Stadt in unserem Reich. Können wir hier vielleicht gleich mal ein paar Gebäude kaufen? Ja, können wir. Aber was dafür muss repariert werden? Nichts. Okay, das hat sich schnell erledigt. Wassermühle, Kornspeicher, Monument. Die Arena ist gar nicht so teuer. Plus 2 Annehmlichkeiten. Verkehrt. Universität bietet mehr Wohnraum, brauchen wir im Moment nicht sofort. Nehmen wir die Arena noch mit. Schon passend. So, und dann basteln wir bei dir am Zoo. Wir dann hier noch ein paar Zirkel reinstellen. Geht doch bestimmt noch. Und vielleicht das Lager? Die Kanda meine ich. Bin ich gar nicht so verrückt. Eine heilige Stadt. Würde auch sehr gut eine heilige Stätte reinpassen eigentlich.
keine Berge. Und nur das. Easy Oix, das finde ich nicht so schön. Ich dachte, das wäre vielleicht ein bisschen besser aufgeteilt. Na gut. Ja, vielleicht Industriezentrum hin. Apropos für Sparta. Noch Felder dazugekommen. Zentrum hatten, bin ich fast im Überlegen, den Hafen rüberzustellen. Das wäre plus 3 gehört an der Stelle, hier sind es nur plus 2. Hafen. Zentrum. Würde sich, glaube ich, sehr gut Staudamm an. Definitiv 10 gesetzt. So. Auch schon sehr viel gesetzt, finde ich. Hier das nächste. Das gehört dann vermutlich auch zu Liseoix. Ja. Nimmt die Knossosfelder weg. Na gut. Vielleicht können wir. Wo könnten wir hier müssen wieder aufstellen? Ich glaube wirklich, hier ist die beste Variante. Gebiet. Was fehlt denn hier? Die kann, beziehungsweise wir haben die Naga, kann die kann. Wir. Ich kann ja einfach nachschauen. Kompost gibt schon, heilige Städte haben wir eingeplant. Waterplatz vielleicht noch? Wobei, ich weiß nicht, ob wir den hier unbedingt brauchen. Eigentlich, glaube ich, der Art an Campus ist mittlerweile obsolet. Das packen wir alles mit unseren Heimatkontinenten. Unterhaltungskomplex gibt es schon. Ein Hafen wäre eine sehr schöne Idee. Hafen passt nur hier hin. Ein Hafen für... Ist an dieser Stelle Knossos? Ich glaube nicht. Was hat denn die Karte dazu? Ups, war nicht das... Warte. Warte, ist Rügen. Hier ist nicht da. Ah ne, warte mal, da. Ich habe nach dem Hafen geschaut hier. Zagreb. Würde da liegen. Oder wobei das. Die Karte ist ein bisschen verzerrt, da riecht noch viel mehr. Aber warum nicht Zagreb nehmen? Ah, das sieht auch. Das ist das falsche Programm geöffnet. Ich habe eins mit dem Helm hintergekommen. So, Knossos heißt du nicht mehr, sondern Zagreb. Damit die Leute auch direkt wissen. Hier herrscht jetzt ein anderer Wind. In dem Wohlstand herrscht und nicht mehr die Armut der Geiger. Boah, den können wir hier rausnehmen. Was würde ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich die Marker hier setzen. Würde ich auch schneller durchgehen. Hafen hat man gesagt. Achso, deswegen würde ich den Namen haben. Hier schnell noch Zagreb reinschreiben. Damit ich weiß, dass es dazu gehört. Nicht gar nicht. Das gehört dann, das Feld. Bologna, ich krieg das gar nicht dahin. Ich krieg keinen Hafen hierher. Wie ärgerlich. So, so kann ich nachschauen. Netzzentrum gibt's, glaube ich, schon. Vielleicht noch ein Flugplatz. Ein Handelszentrum gibt es tatsächlich noch nicht. Und hier drüben das Handelszentrum. Flugplatz brauchen wir den unbedingt. Unbedingt brauchen wir ihn eigentlich nicht. Das ist keine Frage. Aber vielleicht wäre er gar nicht so verkehrt, dass wir hier noch einen Flugplatz haben, um dann die Russen anzugehen. Zum Beispiel hier drüben. Im Flugplatz. Potenziell auch, falls mal uns die Stadtstaaten den Krieg erklären. Nee, vielleicht ja nicht. Vielleicht irgendwann mal. Oder hier drüben den Flugplatz. Da finde ich... Ist ja nicht schlecht. Hinter einem Berg. Wir dann zu den Russen rüberfliegen können, das passt schon. Sobald 10er Bumm weg ist. Aber wir wollten uns eigentlich mit was Wichtigem beschäftigen, wie zum Beispiel hier Einheiten rüberziehen. Wir brauchen eine Einheit da drüben, da ist glaube ich hier Wette Armee. Ah, wohl, nee, eine Armee ist gar nicht so gut, denn sobald die Armee Bologna erobert, kann sie nicht weiter aufsteigen, da sollte irgendwas Kleineres rein. Hier würde ich sagen, wassern wir, dass wir hier immer aus dem Kopf schießen können.
Du solltest am besten hier die Stadtmauer kaputt. Ich kann dich leider nicht mehr weiterziehen, diese Runde. Vielleicht erstmal heilen, auch weil die ganzen Konvois hier in der Nähe stehen. Muss ich mir gleich nochmal ein paar Einheiten suchen, die ich herschiebe. Vielleicht erstmal mit der Bombarde hier hochgehen. Von hier aus kann man, glaube ich, gut schießen. Und mit den anderen beiden Bombarden von hier. Ja, das finde ich jetzt keine schlechte Idee. Ah, warte mal. Hier haben wir noch die Beförderung verfügbar. Können wir jetzt auch noch ein weiteres Mal angreifen. Sehr gut. Du möchtest auch noch eine Beförderung holen. Einen außerhalb vom freundlichen Gebiet. Sehr gut. Mehr Gold. Du wolltest noch kurz heilen. Gott, ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Wie lange dauert es denn noch? Alter, das 6 Runden. Ich muss mich beeilen. Ich dachte, das wird eine kurze Runde. Und eine kurze Folge. Jetzt habe ich vielleicht ein wenig getrödelt. Aber das macht man das noch fertig, das Zeitalter. Dann schickt man den nächsten nach Ventemapu. Oh, und der. Ja, da können wir uns dann nochmal. Der Gelegenheit. So. Jetzt. Führt mit uns Krieg und deshalb geht's nicht. Schlecht. Oh, die Australier sind mittlerweile in Indonesien angekommen. Melbourne, die ist eine unabhängige Stadt, interessant. Wurde die denn unabhängig? Welche gibt's denn noch, die nicht von uns sind? Ah, Mark. Das heißt, der wird mich jetzt auch nicht zurückschicken, so wie es ausschaut. Wie lange hast du noch Lebensdauer? 37 Runden. Ganzen Weg umsonst gegangen. Mark ist leider in anderem Teil der Welt. Kaguana, da kommen wir hier auch nur schwierig lang. Maskat? Ja, dann Attacke. Auf nach Maskat. Banda Brunei. Kriegen wir so leider nicht. Antananarivo, den kriegen wir noch. Und den Gasagamu auch. Dann holen wir die noch mit ins Boot. So. Kommen hier zwar ein ganzes Stück lang, aber wir bewegen uns auch auf gefährlichem Terrain bei den Vietnamesen. Schaut mal. Hier kommen wir auch sehr gut hin. So. Du hast deinen Job getan. Dann kannst du eigentlich. Hier die ganzen Leute, die geheilt werden müssen. Das passt schon. Schick mal den hier rüber. Mit denen, die dann hier heilen wollen. So. Der nächste Handwerker wird ausgebildet. Arabien, dann schickt man den auch gleich hin. Wollen wir gleich den nächsten noch hinterher bauen? Ich glaube eigentlich eher nicht. Wie lange würde das denn dauern? Acht. Vielleicht auch erstmal einen Luftballon. Aufklärungsballon ist vielleicht gar nicht so schlecht. Einheiten der Belagerungsklasse kriegen eine weitere Reichweite. Das ist eigentlich ziemlich gut sogar, finde ich. Oder die Fabrik. Aber ich habe hier keine Stromquelle im Moment. Ich glaube, ich nehme den Luftballon. Oh, Liang nach Arabien. Aber da sind viele Städte dazu gekommen. Na gut. Räumen Europa auf. Ich hätte nicht gedacht, dass das so läuft, aber jetzt sind wir endlich wieder im Kriegsgeschehen mit dabei. So, Fischerboote, damit Sparta besser wächst. Von allen drei, oder nicht von allem, aber von drei Ressourcen jeweils drei. Das ist schon stark. Die Mapuche verfluchen eure Namen. Wer kann sich mit euch sehen lassen? Eure Freunde drehen euch den Rücken zu. Ja, das ist leider richtig. Aber ab jetzt werden wir unseren Siegeszug beginnen. Hab in meinem Leben vieles gesehen, aber nie so ein verabscheuungswürdiges Oberhaupt wie euch. Ihr solltet euch schämen. Ich werde dafür Sorge tragen. Oder Sorgen. Donkey Shot kriegst du auf gar keinen. Das ist ein absoluter Mistvorschlag. Die tadenswerten Wort und Taten, die ihr offenbart habt,
können euer Volk nun nur einen Pfad des Unwissens und der Armut hinabführen. Ja, vielleicht. Aber noch haben uns nicht alle denunziert. Ja, zwei, drei fehlen noch. Aber auch bei denen wird das irgendwann der Fall sein. Sie brauchen wir nicht. Ach, schau mal einen an, der würde so oder so in zwei Runden flippen, dann schicken wir ihn ja gar nicht hin. War das schon? Habe ich eben nicht richtig aufgepasst. Aber wenn der flippt, dann würde ich lieber die freie Stadt dann kaputt machen. Für zu wenig Gold, glaube ich. Ich hier festgehalten, das ist vermutlich eine gute Idee. Dann können wir hier auch im Prinzip mit der Bombarde arbeiten und schicken den stattdessen hier rüber. Auch Richtung Bologna. Wir da noch ein Stück weiter vorankommen. Du wartest, du wartest. Mit dir. Hat auch hier schon Stadtmauer. Ich glaube, den kann man benutzen, um dann hier Bologna zu belagern. Du wolltest eigentlich heilen. Was machen wir mit dir? Vielleicht lassen wir den hier, dass der andere dann das Phalsalos einnimmt, dass der auch ein Chor wird. Und dann müssten wir ihn im Prinzip auch warten lassen, erstmal. So, du wolltest dich heilen lassen. Du wolltest hier fleißig reparieren. Wo kommen wir auf alle Fälle hier rüber? Dass wir hier noch ordentlich. Aber wenn der so oder so hierher kommt, dann kriegen wir es vielleicht schon nächste Runde belagert. Indem wir den hier rüberbringen auf die andere Flussseite, der dann hier jetzt herzieht. Und das sollte dann reichen, hoffe ich. Feuern weiter drauf. Auf, dass Bologna eines Tages wieder frei ist. Das ist der einzige Kriegsgrund gewesen. Und jetzt nehmen wir halb Europa ein. Finde ich interessant, wie das manchmal so spielt. Aber es hat sich halt dann irgendwie die Gelegenheit ergeben. Es lief nicht so einfach, wie ich wollte. Dann musste ich mehr größere Geschütze auffahren. Da habe ich festgestellt, damit können wir viel mehr reißen. Und jetzt müssen sie dann langsam ihre sieben Sachen packen, die lieben Gallier. Hätte ich nicht gedacht, dass es so läuft. So. Auf nach Maskat. Gibt es denn hier heilige Stätten? Hinten wäre eine. Da könnten welche rauskommen. Neben dem Mount Everest nicht die heilige Stätte, sondern Campus packen. Das ist sträflich. Und echt, wenn man eine Religion hat. Wollen wir hier unten erstmal hinschauen? Vielleicht können wir hier noch irgendwie jemanden erfassen. Möchte ich ihnen die Bauernhöfe kaputt machen? Ich glaube schon. Bringt mehr Gold. Auch wenn sonst nicht viel bringt. Und ein bisschen mehr Glauben. So. Okay. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht weiter. Casa Gamu ist durch. Casa Gamu. Brauche ich für meine Liste. Mag Anführer, die sich mit einer beeindruckenden Streitmacht umgeben. Er ist scheinbar gar nicht so erpicht darauf, dass wir hier viel Groll verursachen. Das findet er gar nicht so schlimm, so wie es scheint. Er greift ihn tatsächlich an. Wird es vielleicht doch eher schwierig mit dem Belagern. Zeit hat er endet in vier Runden. Wieso haben wir ihn? Ach, weil das hier nicht reicht. Wie ein Feld. So ärgerlich. Na gut. Wird schon. Hier kriegen wir jetzt eine Beförderung. Sehr gut. Kriegen wir hier auch noch die Dreierreichweite. Das hilft sehr. Hier muss ich so oder so durch. Ziehen wir bisher. Jetzt kann leider von beiden Seiten, glaube ich, beschossen werden. Aber
was würdest du machen? Ey, wir hätten hier wassern können. Das hätte ich machen können. Na gut. So. Gouverneur Magnus ist da. Mit den hier rüber. Wobei, hier könnten wir jetzt auch wohnen. Hört das Mosambik schon? Das sollte Mosambik gehören. Bleibst da. Tauschen. Wurden wir erst hier. Oh. Eine Runde noch. Ihr wartet. Bin gespannt, welche Einheiten das spawnen. Wenn die so leicht wegbekommen, wie ich mir das erhoffe. Dann haben wir auch hier gleich den nächsten, der hier drauf schießen kann, sich mehr Erfahrungspunkte holt. Und den würde ich dann hier rüber schicken. Dass der auch von hier aus mit seiner 3. Wobei, mit der 3er Reichweite reicht das vielleicht auch von hier aus. Nee. Ich glaube, der Wald nimmt uns Reichweite weg. Werden wir gleich sehen, aber dann schicken wir dich hierher. Dass du denn hier das Ding befeuerst. Komm mal lang. Hier muss noch was angeschlossen werden. Oder wieder angeschlossen werden. Ist noch nicht bis wann, schade. Hier ist niemand. Ich hätte es mir auch sparen können, da hinzugehen. Schade. Oh, wir wurden bevor... Ah, Zinnabum hatte ich nicht bedacht. Ärgerlich. Bin ich aber auch selber dran schuld. Muss mir der Fairness halt sagen. Ach, Bagum hat jetzt eine Möglichkeit, uns zu befeuern. Stelle ich mich jetzt hierher, dann hoffe ich auf die nächste Beförderung und dass keine Barbaren in der Zwischenzeit kommen oder er noch Schiffe baut. Was sieht hier eigentlich aus? Haben wir in Namibia mittlerweile schon? Ja. Die drei Städte hier unten sind durch. Tansania ist durch. Kongo ist durch. Sansibar muss noch erfolgen. Okay. Den ja, würde ich den vielleicht trotzdem hier rüber schicken, um hier weiter was zu machen. Vielleicht deckt man den hier auch noch ein bisschen auf. Glaube ich aber nicht. So, das mit hier rüber. Jakob, John Jakob Astor, okay. Wie viele Ladungen hast du? Astor. Und ich? Eine Ladung. Das ist halt wieder. Zwei Gesandte sind zwar cool, aber eine Ladung bei zwei hätte ich sofort gemacht. Aber so, da warte ich lieber auf einen besseren. Das ist mir, glaube ich, einfach nicht wert. Wäre cool, wenn wir den kriegen würden. Ich glaube, wir werden nicht einen einzigen großen Wissenschaftler bekommen, ist schon fast traurig. Dann ist mal durch. So. Dann bin ich gespannt, dass du jetzt mit Salus bist. Arabien ist durch. Was? Wo? Nein! Der hat die einzelne Einheit kaputt gekriegt. Ärgerlich! Was würdest du machen? Na, da war ich vielleicht ein bisschen zu leichtsinnig, dass ich da einfach so lang gezogen bin. Ich hab doch eben hier auf das Barbaren-Ding geklickt. Die Russen werden getroffen, okay. Und Lahore. Basalos ist unabhängig geworden. Dann ist das jetzt der Zeitpunkt, um zu feuern. Das macht jede Menge Schaden. Das ist übel. Nehmen wir den direkt so, ja. So was, den schicken wir hier hoch und der kommt hier nirgends durch. Müssen wir dann gleich einen wegziehen, dass der hier auch noch lang kommt. Muss ich doch den hier rüberziehen. Oder wir holen ins Asphasalos und dann schicken wir den rüber nach Bologna. Das ist ja schon eine Armee. Ich bräuchte neue Einzelarmeen. So doof wie das klingt, glaube ich. Bei Bologna werden wir so erobern müssen, dann müssen wir was nachproduzieren. Schicken wir dich. Rüber. Muss ja irgendwie. Und du sollst dann hier erobern.
So. Du könntest auch hier rüberziehen. Dass wir hier dann gleich noch alles aus allen Rohren befeuern können. Dass da jetzt einer gestorben ist, ärgert mich sehr. Aber ein Stück weit bin ich halt auch selbst schuld. Was willst du dagegen machen? Gegen Eigenverschulden. Verliert Leben. Sehr gut. Jetzt wird es belagert. Jetzt wird es ein ganzes Stück schneller gehen. Dann wird es in dieser Folge, glaube ich, doch nichts mehr mit Bologna. Ich brauche schon wieder sehr viel Zeit. Eigentlich würde ich das Zeitalter noch fertig machen und ich brauche länger als gedacht. Ist das nicht immer so? Na gut. Gehen hier über. Gehen dann tatsächlich, glaube ich, nach Santa Marta. Werden aber nichts weiter aufdecken, leider. Aber das, was wir dort kriegen, ist, glaube ich, auch in Ordnung. So. Einen weiteren Sanden, sehr gut. Hier oben haben wir einen russischen Apostel. Den hole ich mir, wenn sich die Gelegenheit bietet. So, dann. Schau mal, das habe ich übersehen, scheinbar. Waren auch nur 15 Glauben, aber nehmen wir mit. Wie viel möglichst 5 Erfahrungspunkte würdest du noch brauchen? Oh, 9 Runden, ehe du die nächste Förderung bekommst. Das ist schwach. Aber okay, du bist auch schon ein ganzes Stück weiter. So, Magnus ist da. Das Feld gehört Mosambik. Yep. Dann einmal bitte roden. Geht es auch viel schneller plötzlich mit dem Industriegebiet. Sehr gut. Und das ist doch nicht schlecht. Ein Händler, der Luxusgüter bietet. Das nehmen wir. Gerade wo wir hier dieses Luxusproblem haben. Tourismusrate ist mir eigentlich egal. So in die anderen. Die große Händlerin nehmen, wo. Nee, die wird nicht mehrere Ladungen haben. Auch leider nur. Aber. Wo möchte ich das haben? Olundi würde ich als Gegner zuerst angreifen. Wenn hier dann die Luxusgüter sind, kriegen die Gegner die Luxusgüter. Aber werden wir unsere Hauptstadt verlieren? Ich hoffe nicht. Computertechnologie ist fast durch. Wird vielleicht noch was anderes einsetzen. Wir schauen uns gleich nochmal das CO2 an. Vielleicht muss ich es auch vorziehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Nationalpark niemals nutzen werden. So, was hat denn das CO2? 282 Runden für die erste Stufe. Das ist, hält sich in Grenzen. Da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, denke ich. Ich glaube auch, dass wir den Bonus so oder so bekommen werden. Es ist nur noch die Frage, wenn wir die Militärakademien oder die Fabriken haben. Ich glaube, die Fabriken kriegen wir sogar als erstes. Schaut mal, dort gleich die nächste Stadt unabhängig in 17 Runden. Es läuft. Industriezeitalter endet in 2. Sehr gut. Die Erdigung ist weg. Perfekt. Wenn ich den auch hier rüber schicke. Nehmen wir uns hier lieber eine zum Angreifen dann gleich. Den schon mal. Und den hier dran. Der sollte eigentlich mit hier rüberkommen. Oh, schaut mal. Deswegen ging das so gut. Die haben noch Feldkanonen dastehen. Das ist nicht schön. Haben wir noch ein weiteres Schiff? Ja, wir haben noch ein weiteres Schiff. Dann dieses Schiff kümmert sich hier mal um die Feldkanonen. Wollen wir mit dem auf die Stadt. Hoffen, dass der hier nicht allzu viel Schaden macht in der Zeit, wie wir brauchen mit dem Schiff, um das zu besiegen. Ziehen den mal hier. Den ziehe hierher, glaube ich, so gut, dass er uns nicht so gut bekommt. Es sei denn, er zieht noch weiter runter, dann steht er nicht mal auf dem Hügel und hat weniger Verteidigung. Ich ziehe hier runter zum Heilen. Hier können wir noch fleißig angreifen. Oh, leider. Viel zu lang. Ja, scheinbar
Sobald wir die 3er Reichweite haben, gelten die Beschränkungen nicht mehr, was die Sichtweite angeht. Das finde ich großartig. Dann können wir einfach drauf feuern, wie gesagt, was schon hier die Gestenbeförderung ist. Läuft. Eine Bombarde. Nicht schlecht. Vielleicht eine Beförderung. Ziehen wir die auch Richtung Front. Sofort der Vulkanausbruch. Ratsch wird schon wieder unabhängig. Diesmal habe ich keine guten Einheiten hier. Das ist nicht schön. Muss dann, glaube ich, wobei ich kriege ja hier die Bombarde hierher. Dann hole ich mir die Bombarde und schaue, was da abgeht. Dieses Schiff kann im Moment noch nichts machen, aber. Na komm, nee, du ziehst hier runter. Ich habe Maskan Sapir so gut wie nicht mehr bedacht, muss ich zugeben. Selbst schuld. Ja, schade, wir können nicht direkt feuern, aber das passt schon. Es sind so viele Einheiten mittlerweile. Das sind alles so Dinge, die ich normalerweise rausschneiden würde. Aber ich möchte das während des Krieges eigentlich nicht machen. Ich finde das so nämlich, glaube ich, ganz gut. Bedeutender Sieg. Das klingt sehr gut. Hatte schon mit 55 Schaden genommen. Ich schicke mal dann weiter nach. QNK. Was für ein Name. So, dann ist hier was geplündert worden. Das könnte man direkt mal reparieren. Jetzt. Ich hoffe, dieses Schiff wird nicht draufgehen. Ich hat er vielleicht gerade im Moment am Limit. Kaputt machen. Nichts mehr damit anfangen kann. Wir haben die Bombarden ausgebildet. Eigentlich würde ich gerne wieder Gebäude bauen, aber wir haben ja schon festgestellt, uns gehen die normalen Einheiten aus. Wie viele haben wir denn noch wovon? Wir haben Musketenpikiniere noch mehr als genug. Ach, schau mal einer an. Wir müssen die im Prinzip nur einmal tauschen. Ich habe die hier halt hinten gelassen. In der Hoffnung, dass die. Dass wir die Barbaren besiegen können. Dann würde ich sagen, die dann hier nicht mehr gebraucht werden, schicken wir gleich mal einen runter. Ihn hier vor allen Dingen. So. Dann. Hier haben wir noch einen. Der bleibt da erstmal. Und der genauso. Oh, wir haben viel mehr Musketenpikiniere als ursprünglich geplant. Wo sind die ganzen hergekommen? Ach, Musketier. Ich habe nicht richtig gelesen. Musketenpikiniere. Ach, du und dein. Mit dem Sprung. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Und hier sind es Musketiere. Aber Musketiere haben wir ganz schön verloren. Da sollte man welche nachproduzieren. Hier steht ein Chor. Der könnte mit hier hoch. Tausch mal den aus, sobald möglich. Dann schickt man den schon mal los und den anderen schickt man dann später runter. So. Hier steht noch einer. Achso, du musst hier erstmal bewachen. Aber du kriegst dann ja auch gleich deinen Armee-Status, sobald wir die Stadt hier einnehmen. Das passt. Aber, ja, wir sind mit Musketieren ein wenig schwach versorgt. Aber wir können auch die Infanterie im Moment nicht bauen. Und daher, ich krieg noch Musketiere ran. Sehr gut. Möchte ich gleich einen Chor bauen dergleichen? Eigentlich nicht. Die können ruhig einzeln bleiben, dann erobern wir damit Städte. Müssen wir aber auf die besonders gut achten. Wir haben festgestellt, die haben weniger Leben und die gehen leicht drauf. Im Vergleich. So. Möchte ich hier gleich eine Fabrik bauen? Warum nicht? Wohnraum brauchen wir im Moment noch nicht. Und nee, den Theaterplatz schon mal weiterbauen. Wäre auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Panama-Kanal und sowas braucht man, glaube ich, nicht. Was machst du denn nochmal? Internationale Handelswege aus dieser Stadt erhalten plus 2 Gold für jedes Luxusgut in der Zielstadt. Bei Fertigstellung des Tore Belem erhalten eure Städte, die nicht auf eurem Heimatkonten liegen, das Gebäude mit den geringsten Produktionskosten, das ihr momentan bauen könnt, kostenlos für ihr Stadtzentrum. Klingt nicht verkehrt, aber... Genau, da möchte ich es nicht hinbauen. Ein Koloss können wir noch bauen. Da müsste nur der Wasserpark irgendwo anders stehen. Das wäre auch nicht unbedingt das Problem. Aber jetzt glaube ich nicht die Felder kaufen. Ich würde lieber mehr produzieren. Vielleicht noch ein paar Schiffe.
Andererseits, ich glaube, wir haben genug. Haben wir den Theaterplatz? Da haben wir bisher wenig gemacht. Schauen wir mal, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was schaffen. Schaut's aus mit der Loyalität im Allgemeinen. Bin gespannt, ob Evora wirklich wieder in die Gaia geht. Irgendwie so viel Ärger bereiten. Stahl bräuchte man. Die hätten wir auch hier vom Lager aus schießen können. Das wäre ja super. Aber na gut. Im Moment ist das noch nicht so. Freiburg, da kriege ich die Beförderung. Plus 1 Sichtreichweite, das nehme ich sehr, sehr gern. Young ist da, passt. Du kannst nur dich bewegen, aber... Eine Beförderung weiter. Den ziehen wir hier rüber. Versuchen uns zu heilen mit dem Anwoll. Du schießt da nochmal drauf. Ich glaube ja, das nimmt dem das komplette Leben weg. Und dann sollten wir hier die Stadt gegen. Die Stadt darf gerne vernichtet werden. Die Russen kriegen hier nichts dran. Ich glaube, das passt. Wir haben schon mal ordentlich aufgeräumt hier in Osteuropa. Ja, jetzt sind viele Geländefelder frei, das sehe ich ein, aber es sind auch viele dabei, wo man sagen muss, die braucht man nicht unbedingt. Können ruhig auch andere Städte kriegen. Zum Beispiel die beiden hier werden das, die werden zu gut zusammenwachsen, glaube ich. Sparta und Zagreb, dass die hier dann auch keine freien Felder mehr haben. Hier ist noch das Eisen, was wir uns holen könnten und eine Steinressource, aber die Kohle kann zum Beispiel auch noch ruhig an eines der anderen beiden gehen. Dann holen wir uns davon noch eine Stadt. Aber du brauchst keine extra Stadt dafür. Das nimmt alles nur Annehmlichkeit. So, mit dir weiterhin schön auf den draufballern. So, hier weiter drauf. Sie verlieren immer. Und wir können noch zweimal drauffeuern und sie haben kaum noch Leben. Und bringt ihnen die Garnisonsgesundheit, die Befestigungsstärke auch nichts mehr, wenn sie kein Leben weiter haben. Dann wisst ihr was. Attacke. Dann müsste Bologna jetzt gleich und dann schaffen wir es doch noch diese Folge. Sehr gut. Immer den Bewohnern von Novi Dunum die Augen geöffnet, sodass sich die treuen Anhänger des Wochenendfreude anschließen, wo sie momentan im Krieg mit dem Zulu sind. Bologna übergeben. Wo geht ihr denn alle hin? Na, da sind wir richtig. Netzwerk entsenden, das kriegen wir hin. Was sollten wir eigentlich hier machen? Ganz aufgehen, das wird nichts. Mehr Gesandte. Oder stimmt nicht, mehr Gesandte nicht. Das sind genau dieselben, die wir uns vorhin aufgehoben haben. Der Musketenpikinier, der hat mal gesagt, den wollten wir hier runterschicken. Soll der andere hier hochkommen? Hier kann er auf uns schießen. Dann ziehen wir nur bis hierher. Und Novo Dinum, oder wie es heißt, wird dann die nächste Stadt, die wir hier beschießen, von der Küste aus. Würde ich aber wieder erst, wobei, vielleicht macht man erstmal lieber Evora. Das ist ein bisschen knapp da alles. Ja, ganz ehrlich, die Kohle hätte locker eigentlich noch Sardinien gehören sollen. Jetzt gehört es Bologna, das ist furchtbar. Na gut. Können ja dann hier durch. Die Schiffe sind jetzt leider ein Stück zurückgezogen, aber wir haben glücklicherweise vorher drauf gefeuert. Bin mal gespannt, was die Feldkanone noch macht. So, du. Würde ich aber die Folge nicht allzu lang werden lassen. Mich ein bisschen mehr beeilen. Schauen wir mal, was hier noch so geht. So noch nicht. Maskat gehört noch nicht uns, nehme ich an. Du hast noch drei Ladungen. Aber jetzt. Jetzt gehört es mit zu uns. Den aus der kriege ich so leider nicht, aber früher oder später kriege ich dich. So. Schicken wir dich dann vielleicht doch eher hier hoch. Dass wir den dann gleich weiterschicken können Richtung Novi Dunum oder so.
So, der Musketenkugeln. Alle Fälle bist du für mich. Wir plündern mal weiter. Ein Vieh macht auch Mist. Genauso wie hier. Hiroshima ist endlich gewachsen. Sehr gut. Was holen wir uns denn dann als nächstes? Ich würde sagen, als allererstes mal hier den Hafen. Das würde sich sehr lohnen. Vielleicht müssen wir uns auch nochmal irgendwann Einheiten holen. Die Stiller Funkler-Bombarde steht da immer noch recht nah. Recht lang schon. Muss nicht sein. Schau mal. Wir haben hier den Hafen bekommen und können hier, glaube ich, einen Leuchtturm kaufen. Schiffswerf könnten wir auch noch kaufen. Schiffswerf ist aber ziemlich teuer. Andererseits. Nee, wir kriegen keine Produktion im Moment raus. Nur die plus 1 Ernährung. Wer da noch, ich meine, da noch Produktionspunkte. Wie sich das sofort gesagt, ja. Ach komm, warum nicht? Wir verdienen mehr als genug Geld. Wird schon schief gehen. Seehafen? Vielleicht ein bisschen übertrieben. Wird das noch nicht komplett ausbauen wollen, so doof wie das vielleicht klingt, aber... Nee, wir bauen das noch nicht aus. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das 92 Runden sind. Das dauert übelst lange, weil ich kann auch keinen weiteren Bezirk bauen. In 3 Runden vielleicht. Das habe ich nicht bedacht. Verkaufen, das hatte ich. Oder warum doch den Seehafen? Neuer Händler? Wurde gar nicht richtig angezeigt oder habe ich das irgendwann verpasst? Ich glaube schon. Nehme ich. So, Mosambik. Hat das Industriezentrum fertig. Sehr gut. Und gleich Werkstätte hinterher für mehr Produktionspunkte. Mal bei 30. Warte eigentlich mindestens so 50 für dieses Zeitalter. Sein, es ist eine neue Stadt. Schon wieder. Weltkanonen. Furchtbar. Kriegen wir Elysia vielleicht direkt besiegt, indem wir hier unsere Schiffe mit den langen Reichweiten hinsturm. Das wird hart. Und wir sind jetzt endlich in der Moderne. Zieht ist nicht alles auf einmal. Dieses glorreiche Zeitalter eures Volkes ist in meinen Augen nur Prahlerei. Ich freue mich auf den Tag eures Niedergangs, das kennen wir. Ja, und so weiter. Ich mag euch auch. Er zieht Richtung Südwesten. Das wird einmal ordentlich wehtun. Jani. Finde ich nicht schön. Muss ich durch. So, der Musketenpikinier kriegt eine Bevölkerung. Schaffe ich es von mir? Stadt war nichts vor mit dem. Ja. Ja, wisst ihr was? Wir machen da kurz einen Prozess. Okay. Reicht das dann vielleicht schon? Oh Mann. Die armen Gallier. Andererseits, die hätten auch schon sehr viel Glück. Und hätten sie Wohlen nicht attackiert, hätte ich sie nicht attackiert. Von daher, echt, nehme ich an. Bämme hat den Bewohnern von Bagakum die Augen geöffnet, sodass sie sich den treuen Anhängern der Wochenendfreunde anschließen, obwohl sie momentan im Krieg mit den Zululand sind. Oh, erstmal wollen sie hier was Neues haben. Wie wäre es denn wieder mit dem Krieg, obwohl plus 10% Produktion für Wunder, Industriezeit ist oder später Wissenschaftsnachbarschaftsbonus des Campusbezirks wird auch Produktion, weil so viel wird das gar nicht machen. Startbevölkerung ist jetzt leider auch durch. 3 mehr Gold pro Spezialbezirk in der Zielstadt, das klingt nicht verkehrt. Ganz ehrlich, werden wir noch direkt einen weiteren Krieg starten? Andererseits plus 15 Produktion für Militäreinheiten. So, jetzt aber. Stadt direkt vernichten. Das ist eine Stadt, die absolut fehlplatziert ist. So. Das hier gehört noch dir. Wenn man das noch wegplündert, wobei nur wie Dunum. Du kannst mich ja nicht sehen. Wenn ich mich also hier hinstelle, müsste ich dich befeuern können, ohne dass du mich... Da ist eine Weltkanone. Weltkanonen sind schwierig. Ich ziehe mich erstmal noch ein Stück zurück. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das wirklich so gut klappt, wie ich mir das vorstelle. Du möchtest noch die Beförderung der nächsten Runde kriegen.
Netzweg können wir starten. Und hier gleich noch einen. Auf mir, das war der, der jetzt erst angezeigt wird. Dann waren wir einfach nur zu früh dran. Weil wir das zu früh gesehen haben. Oh, dann schließt mal auch direkt noch an. Wir sollen einen Handelsweg nach Amakaret. Nach dem Krieg machen wir das. Kohlekraftwerk. Ein Heureka für die Raffinerie auslösen. Das ist ein Kohlekraftwerk. Machen wir vielleicht. Großen Wissenschaftler. Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir das packen. Handelszentrum. Da bauen wir noch sicherlich schon irgendwo dran. Die Raffinerie auch für Singapur. Totalitarismus. Und zwar der Faschismus. Wir brauchen 3 Militärakademien, das ist eine Frage der Zeit. Das kriegen wir hin. Kapitalismus, Börsen werden wir irgendwann bauen. Großen Ingenieur, das wird einen Moment dauern, aber das kriegen wir auch hin. Sie ging tatsächlich wieder in die Geier, um dann gleich wieder unabhängig zu werden. Es flippt ständig hin und her. So, dann von hier rechts aus würde ich sagen, nehmen wir erstmal 10 Nahbomben raus. Weil das flippt irgendwann. Vielleicht stelle ich mich hierher und versuche die Feldkanone erstmal irgendwie Platz zu kriegen. So, mit dir nehmen wir erstmal. Raus. Du wartest dort. Mit dem Schiff können wir hier hochziehen und nochmal Feldkanone drauf feiern. Und sogar die Beförderung. Würde ich auch hier hochziehen, so dass wir die Feldkanone möglichst schnell rausnehmen. Feldkanonen sind gefährlich für unsere Einheit. Du heilst dich. Du reparierst. Überlange Folge, es tut mir leid. So, du schießt nochmal drauf, dann nehmen wir dich hier raus. Wenn hier gleich wieder ein Feld, das ist so furchtbar. Warum baut ihr ständig dort Städte? Ihr habt nichts dort verloren, aber auch gar nichts. So ärgerlich. Wir lernen nicht dazu. Himiko wurde zurückbeordert, aber da können wir Himiko gleich in die nächste Stadt schieben und kommen wir schnell nach Antananarivo. Das passt schon. So. Ich kriege dich, lieber Apostel. Wer bist du denn? Achso, so kriegen wir dich. Boah. Weiß noch nicht ganz, was ich damit machen soll dann. Da unsere Einheiten nicht modern genug sind für dich. Aber passt schon. Ja, dann suche ich mir noch ein paar Ziele aus zum Befeuern, würde ich sagen. Vielleicht hier oben. Wenn hier noch Barbaren sind, dass die... Obwohl, die Stadt sollte nicht platt gemacht werden. Machen wir es. Vielleicht auf das Lager. Nee, das ist auch doof. Gefällt mir alles nicht. Zieh erstmal bis hier hoch. Dann hole ich mir halt noch ein paar Erfahrungspunkte. Ein Erfahrungspunkt, indem ich den Barbaren platt mache. So. Dann müsste nächste Runde eigentlich gleich die Sitzung kommen. Ja, komm, die nehmen wir noch schnell mit. Und dann reicht's aber auch wirklich für heute. Das wird viel zu lang, die Folge, fürchte ich. Selbst nach dem Schneiden. Weil ich so viel gar nicht rausschneiden will. Nein, sie haben den Piraten entdeckt. Bestimmt, weil ich da gerade eben hingeschossen habe. Ärgerlich. Das habe ich hier schon alles geplündert. Nämlich da nicht mehr gegenhalten. Produktion für Gebäude in diesem Bezirk. Das klingt doch nicht verkehrt. Wie wäre es mit Hafen? Hafen kann jeder gebaut und es wird vermutlich wieder Stadtzentrum, seien wir ehrlich. Luxusgut gewährt doppelte Einträge. Da können wir mal nachschauen, was die einzelnen Ressourcen sagen. Die meisten Leute haben Baumwolle, die meisten Leute haben Bernstein, viele haben Zitrusfrüchte. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, dann Zitrusfrüchte. Für Stürme der Hoffnung, dass nicht wieder Seide kommt, dass sie uns das wegnehmen. Warum ist das Ding denn jetzt auf einmal rot? War schon immer rot? Ich glaube nicht. Ach,
Es geht in dieser Runde noch nicht. Das wollen sie damit uns bestimmt sagen. So. Zitrusfrüchte. Weltausstellung, klar. Der Diplomatie-Siegpunkt bringt uns nichts. 100 große Persönlichkeitspunkte, das ist stark. Nehmen wir. Ausrichtungsbonus genauso. Vielleicht kann man hier wirklich was reißen in der Weltausstellung. Wir haben viele Bezirke. Das sollte klappen. Ich. Spionage. Ich werde natürlich die Leute sofort wegschicken. Zitrusfrüchte geben keine Annehmlichkeiten mehr. Auch wie bitter. Campus lohnt kaum, finde ich. Aber zumindest die Weltausstellung. So, alles nichts, was wir brauchen. Und er wurde gefangen genommen. Das ist ziemlich schlecht. Den muss ich sofort wieder freikaufen. Auch die Spione, glaube ich. Du kriegst dafür Erde. Ich hoffe, das macht zumindest einen kleinen Unterschied. Du kriegst Eisen. Du kriegst von mir aus Salpeter. Ich muss jetzt alles geben, was sie wollen. Glaube ich. Brauch den wieder. Du kriegst von mir sogar einmal Seide. Zitrusfrüchte. Und 20 mindestens, glaube ich, immer maximal. Ein bisschen diplomatischen Einfluss, vielleicht noch ein bisschen Gold. Ah, das ist so teuer. Aber okay, es muss sein. Wir brauchen den wieder. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist zu wertvoll, dass wir den Spion da außen vor lassen können. 390, nicht nur 90. Ich wünschte, man könnte das hier irgendwie anders machen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen pingelig, ich hätte sie eben bei den 400 belassen können, das sehe ich ein, aber... Man könnte es auch einfach schöner designen. Netzwerkkapazität. Das heißt, wir kaufen die direkt noch. Aber dafür reicht unser Geld nicht. Dann merke ich mir das. Dass ich mich dann beim nächsten Mal um Handelsweg kümmere. So, das Ketenpiep könnte direkt abgebildet werden. Kann ich von hier aus? Ja, ohne dass die mich überhaupt kriegen. Aber wie bitter. Tja, liebe Gegner. Ich würde sagen, das lohnt sich für uns sehr. Viel machen. Was soll ich denn mit denen machen? Ich werde jetzt hier nach und nach langsam die Befestigung runterschießen, weil die so und so nicht mehr erreichen könnten. Wir sind jetzt in dem Bereich, wo es super läuft. Und dann war es das eigentlich. Weil gerade deshalb müsste ich vielleicht hier auch nochmal auf das Lager schießen. Wem gehört denn dann? Nun, ja, das sollte eigentlich da bleiben. Aber dann vielleicht hier auf Evora schießen. Nur um noch Erfahrungspunkte zu kriegen. Und dann heilen wir uns irgendwo. Ich schicke ich zurück. Weil die könnte man hier auch gebrauchen, um noch was abzuwehren. Ja, und wieder darauf, wir sind eben das weggezogen, aber es ist, glaube ich, die bessere Variante so. Na, die waren verbunden. Das wird ja doch wieder nicht geheilt in der Runde. Na gut, selbst dran schuld. So. Vielleicht noch hier drüben. Ziehen wir hoch. Gibt es hier oben noch irgendwas Wichtiges im Moment? Wissen das Getreide noch mit schon schief gehen. So. Ich nutze mir dann gleich, um die Fettkennung rauszunehmen. Du wolltest dich heilen. Musste ich auch definitiv heilen. Ihr seid auch ein Verbund. Wenn die Haupteinheit nichts macht, solltet ihr doch auch nichts machen. Na gut. Ja, mit den Musketieren, wir können eigentlich gar nicht mehr wirklich viel machen. Außer dann hier irgendwann mal die Stadt einnehmen. Das dauert noch ein Weilchen. So, dann... Du wurdest vom Sandsturm getroffen. Das ist nicht schön.
nicht so viel getroffen, wie ich befürchtet hatte. Aber er wird nächste Runde noch weiterziehen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wohin der zieht. Aber auch da, selbst schuld. Aber du bist ein Gegenspion. Ich würde dich auch hier herstellen. Und dann ziehen wir den anderen dann in irgendeine andere Stadt. Mikro ist da, sehr gut. Dann können wir hier rüberziehen. Hier können wir schon mal wassern. Reparierst noch. Dann sind wir auch schon fast durch, glaube ich. Das Schiff auf alle Fälle noch nach oben. Was der haut ab. Vielleicht wird er ja von irgendjemandem anders geplündert. Ich weiß nicht, wie die uns gesehen haben wollen hier an der Stelle. Wenn ich den hier hinziehe, können wir potenziell hier besiegt werden. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Dann schaue ich, was es hier noch so gibt. Barbaren. Ein Erfahrungspunkt ist ein Erfahrungspunkt. Nehmen wir mit. So, du hast den Hafen gebaut. Sehr gut. Und hier potenziell auch irgendwann mal Schiffe rausballern und hier sollte man den Kanal irgendwann mal definitiv hinstellen. Ich würde auf alle Fälle auch hier Industriegebiet mit hinstellen. Können wir anfangen zumindest. Und dann ziehen wir aber trotzdem den Leuchtturm erstmal durch. So. Wo ist eine Schiffswerft? Können hier schon mal das Wohnviertel mit hinstellen. Dann ist nicht mehr durch was anderes blockiert werden. Und dann ziehen wir dennoch, würde ich sagen, den Seehafen durch für noch mehr Nahrung. Wir brauchen es einfach. Warum vor allen Dingen in der Wüste, ja. Und dann sind wir eigentlich schon für diese Runde durch. Was haben wir geschafft? Sehr viel Unfug in Europa machen, aber wir haben auch endlich die beiden Stadtstaaten, die ich raushauen wollte, rausgehauen. Wolin fehlt noch. Das machen wir dann hoffentlich direkt in der nächsten Folge, weil das wird nicht so eine Folge. Wenn die Stadt hier rebelliert, dann vielleicht. Ansonsten im Moment wird es schwierig. Wird aber schon irgendwie. Hier sind wir auch schon am Arbeiten. Im Prinzip auf breiter Front kämpfen wir hier einmal uns durch. Und die Geier, denen geht es immer schlechter. Uns mögen so langsam die Leute gar nicht mehr. Und ich muss sagen, wir kümmern uns weniger um die Kolonie, als ich ursprünglich gedacht hatte. Nichtsdestotrotz, wir räumen jetzt hier in Europa auf. Ich glaube, da brauchen wir noch drei Folgen auf alle Fälle. Drei Folgen, schätze ich. Dann ist in Europa, dann ist der Geier erstmal weg. Dann haben wir noch Portugal vor uns. Wir haben noch die Russen. Aber ich glaube, jetzt kommt ein Krieg nach dem anderen. Das wird interessant, glaube ich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.